Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, draußen an den Radioapparaten und hier im Sendesaal des NDR in Hamburg. Herzlich willkommen zu Frankies Jazztruhe. Ja, was wir soeben gehört haben, war das Stück All My Little Ducklings von der ostdeutschen A Cappella-Formation Manhattan Transferleistung. Ja, aber ich möchte Ihnen heute den vielleicht größten und vielseitigsten Komponisten des 20. Jahrhunderts vorstellen. Es ist natürlich Don Fletcher Henderson. Geboren 1902 auf einer kleinen Baumwollfarm in Kentucky, findet der kleine Don im Alter von nur 4 Jahren im Mississippi eine verrostete Trompete, auf der er die Melodien seiner Idole Gus Brickwall, Jimmy Wallbright und Walt Breitsmith nachspielt. 1913 formt der 11-jährige Don mit seinen Klassenkameraden Rick Breitbrick, Gus Wallsmith und Jimmy Summerwall, die Kentucky Allstompers, deren erster Auftritt auf einer Wachswalze sein Vater William Henry Butler Fletcher Henderson mitschneidet. Ja, die dadurch erhaltene sehr frühe Komposition Kentucky Afternoon Stomp zeigt bereits typische Kennzeichen des späteren Henderson-Stils. Leichtigkeit im Aufbau, dynamische Linien und polytonale Komplexität. Dip geht Fletcher Henderson nach Chicago, wo er sich vergeblich um eine Trompeterstelle bei den Chicago Stompers unter Jimmy Butlerville bewirbt und gründet nach Zwischenstationen in Missouri und Tennessee 1927 im Alter von nur 25 Jahren die Mississippi Morning Stompers, für die er über 800 Titel schreiben wird. Die meisten davon Welthits. Man denke nur an Stomp in the Name of Love oder Stomp Me Tender oder natürlich nicht zu vergessen, Don't Stomp for Me, Argentina. Wir hören nun aber sein bekanntestes Stück, Some Sunny Stomp, von 1932 in der Aufnahme des Labels RCA Victor mit Henry Stompsamer am Schlagzeug, William Donny an der Klarinette und Jimmy Brickwell am Banjo. An der Trompete Don Fletcher Henderson selbst. Nach Touren durch Mississippi, Missouri, Alabama und Schleswig-Holstein gerät Fletcher Henderson 1952 in eine tiefe Midlife-Krise, nachdem ihn seine 17. Frau Annie mit seinem Aushilfsschlagzeuger Ricky Big Dick Stompy verlassen hat. 3 Jahre schreibt Henderson keine einzige Note mehr. Erst 1956 erscheint ein neues Stück, Missouri Night Stomp, das seine Krise und seine seelische Not in bestürzender Weise widerspiegelt. Wir hören eine Privataufnahme aus seinem Schlafzimmer, die dennoch durch einen frischen neuen Ansatz zu überraschen weiß. Ja, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Hörer, es geht immer noch um Don Fletcher Henderson.
kurz vor seinem Tod, 1991, arbeitet er an einer letzten großen Komposition, die sein Werk im wahrsten Sinne des Wortes zusammenfassen und transzendieren sollte. Leider ist es ihm nicht mehr vergönnt gewesen, dieses Opus zu vollenden. Wir hören daher exklusiv aus seinem Nachlass Unfinished Stomp. Ja, meine lieben Zuhörer, jetzt sind wir schon am Ende unserer Sendung angekommen. Ich hoffe, es war für jeden etwas dabei. Ich sage Tschüss und möchte mit einem Stück schließen, in dem Don Fletcher Henderson kongenial Elemente seines ganz persönlichen Stils mit den Erfahrungen eines ganzen Jahrhunderts quasi verschmilzt. Die Tiefe der Empfindung, die Klarheit der melodischen Linie und die Frische der rhythmischen Exposition konnte so vielleicht nur ihm gelingen. Wir hören sein bisher längstes Werk, Cold Evening Stomp, aus dem Album Tribute to Don Fletcher Henderson, an der Trompete, sein Schüler und langjähriger Sohn, Jimmy Fletcherville. Ta 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 ta.